Und wir sind heute bei der DRF Luftrettung Bautzen zu Gast. Neben mir habe ich jetzt Notfallsanitäter Ringo. Wie bereitest du dich jetzt darauf vor, dass ein Einsatz reinkommt? Also wir sind jederzeit vorbereitet, kann man sagen. Die Maschine ist voll getankt, die Medizingeräte sind top. Wir sind gut vorbereitet. Insofern passt alles. Wenn jetzt die Leitstelle Ostsachsen oder die Leitstelle Dresden uns alarmiert, dann gehen wir in den Hubschrauber und fliegen los. Das hier ist ein Epi-Shuttle. Damit werden zurzeit die Corona-Patienten transportiert. Wie genau funktioniert es denn? Ja genau, das ist das Epi-Shuttle, mit dem man hochkontagenöse, infektiöse Patienten transportieren kann. Also nicht nur Corona-Patienten, sondern allgemein infizierte Patienten, die entsprechend durch diesen Mechanismus, durch diesen geschlossenen Deckel und ein Filtersystem am Fuß und am Kopfende hermetisch von der Umgebung abgeriegelt sind. Patienten bis zu einer bestimmten Maximalgröße und bis zu einem bestimmten Maximalgewicht können hier problemlos transportiert werden, auch unter einer maschinellen Beatmung und auch unter einer medikamentösen Therapie ist das uneingeschränkt möglich. Welcher Vorteil hat das Epi-Shuttle für euch? Der grundsätzliche Vorteil ist, dass sich die Mannschaft selbst nicht für den ganzen Transport komplett mit Schutzkleidung anziehen muss. Also der Schutz für Mannschaft und Gerät, für die Ausrüstung im Hubschrauber ist um ein Vielfaches höher. Das kann man natürlich, man kann einen infektiösen Patienten auch ohne das Epi-Shuttle transportieren, aber man muss sich dann komplett während des gesamten Einsatzes in die Schutzkleidung hüllen und muss entsprechend nach dem Einsatz die komplette Maschine, alle Ausrüstungsgegenstände entsprechend desinfizieren, was wiederum längere Desinfektionszeiten nach sich zieht. Ja, vielleicht sehen wir noch irgendwo da oben in der Luft. Bei Notfallsanitäter Ringo ist nämlich gerade der Pieper angegangen. Für einige, die es nicht kennen, vielleicht so aus Krankenhausserien, so ein kleines piepsendes Gerät. Da werden dann die Koordinaten des Einsatzortes angegeben. Und dann muss es ganz schnell gehen. Innerhalb von 2 Minuten muss der Hubschrauber in der Luft sein mit Notfallarzt, Pilot und Notfallsanitäter. Mal schauen, was sie erzählen, wenn sie wieder zurück sind. Neben mir der Michi, du bist seit ungefähr 10 Jahren Pilot. Und man kennt das ja so aus diesen Actionfilmen. Im Helikopter fängt irgendwas an zu brennen, dann noch Tom Cruise, der sich da irgendwie hier unten langhangelt, dann explodiert am Ende noch irgendwas und man setzt sich nebenbei die Sonnenbrille auf. Wie ist das für dich, wenn du dir sowas anguckst? Ja, das ist sehr unterhaltsam erstmal. Natürlich hat es mit der Realität eher weniger zu tun, sage ich jetzt mal. Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir nicht so viel Action im normalen Flugbetrieb. Ja. Gibt es trotzdem für dich so Situationen, in denen du dir manchmal so denkst in den 10 Jahren, okay, jetzt könnte es vielleicht doch ein bisschen brenzlig werden? Ja, brenzlig vielleicht nicht, aber man muss schon überlegen vorher, in was für eine Situation man sich hier begibt. Das heißt, wir überlegen uns auch immer sogenannten Plan B oder Way Out von dem Ganzen. Wie schwer macht euch der Schnee eure Arbeit? Ja, der Schnee hat natürlich die Spezialität, sage ich jetzt mal, wenn es frisch Neuschnee ist, dann wirbelt der durch den Rotorabwind, wirbelt der natürlich ganz schön auf. Und wenn ich anlande und der Schneestaub nimmt mir natürlich dann auch die Sicht. Das heißt, ich muss eigentlich sicherstellen, dass ich immer noch einen sogenannten Referenzpunkt habe am Boden, den ich im Auge behalten kann und wo ich dann auch sicher anlanden kann. Weil wenn ich den Referenzpunkt verlieren würde, dann würden wir von Whiteout sprechen und dann muss ich durchstarten, dann darf ich nicht landen. Whiteout bedeutet, die komplette Glasscheibe ist voll mit Schnee, du siehst nichts mehr. Genau, es wird alles weiß rundherum und da könnte es unter Umständen dann gefährlich werden. Und dann muss ich den Anflug natürlich abbrechen. Gibt es hier drin eine Heizung? Ja, die Heizung gibt's. Man hört sie auch und ich muss sie... Vor jedem Flug muss ich auch sicherstellen, dass die Heizung funktioniert. Warum ist das so wichtig? Ja, das ist auch wichtig, weil zum Beispiel, dass die Scheibe nicht beschlägt, die Windschutzscheibe. Das ist so wie beim Auto. Wenn ich nichts sehen kann, dann kann ich auch nicht fliegen. Mit den Pedalen, da steuere ich den Heckrotor. Das heißt, im Schwebeflug macht es dann, wenn ich ins linke Pedal trete, geht die Nase nach links
und genau umgekehrt. Das rechte Pedal, da geht die Nase nach rechts. Ja, vor 2 Stunden haben wir miteinander gesprochen, dann hat es plötzlich geklingelt, dann ging dein Beeper los, du hattest die Koordinaten und dann musstet ihr in 2 Minuten in der Luft sein und da merkt man erstmal, was für eine Kraft in so einem Helikopter steckt. Ich habe so eine volle Druckwelle abbekommen mit Schnee im Gesicht. Schon eine ordentliche Kraft hinter so einem Helikopter. Ja, das ist der EC-135 mit einem Abfluggewicht von knapp 2,5 Tonnen. Und diese 2,5 Tonnen, die muss man natürlich auch als Wind, als Gegendruck aufbauen, um diese Masse anheben zu können. Deswegen ist das auch das, was du gespürt hast erst. Ist natürlich beeindruckend erstmal, aber so funktioniert der Hubschrauber. Du bist jetzt gerade mal seit 20 Minuten zurück, bist deswegen noch ein bisschen verschwitzt. Was genau habt ihr denn gerade gemacht? Ja, wir haben bei diesem Einsatz einem älteren Herrn helfen müssen, der eine sehr schwere Schädelhirnverletzung erlitten hat, den wir dann nach unserer Erstversorgung am Notfallort nach Dresden in die Universitätsklinik geflogen haben, um dort am Maximalversorger der fachgerechten Therapie gerecht zu werden. Ja. Wie sieht's jetzt aus? Kannst du jetzt direkt Pause machen oder muss jetzt hier drin noch was gemacht werden? Also direkt nach dem Einsatz steht immer die Aufbereitung der Maschine, des Hubschraubers an. Medizinische Verbrauchsmaterialien, Medikamente werden aufgefüllt. Der Hubschrauber wird betankt und im Bedarfsfall auch gereinigt, desinfiziert. Und dann melden wir unsere Einsatzbereitschaft unserer führenden Leitstelle und sind dann wieder startklar. So, dann will ich euch jetzt erstmal nicht weiter stören. Danke, dass wir euch heute hier den ganzen Tag begleiten durften und vor allem danke für eure freundliche und sympathische Art. Das waren wirklich ganz viele Eindrücke, ganz viele Erfahrungen. Dankeschön.